Er wirkt so einsam. Jetzt? Wichtiges Gespräch wahrscheinlich. Hey Ethan. Hey Alex. Alles okay? Ja, klar, das Ist ist alles okay. klar bei dir? Alles gut. Okay, gut geht es ihm nicht. Oh, er ist Hört wütend. endlich alle auf, mir zu sagen, dass es okay ist. Das ist es nicht. Fuck. Gabe zu verlieren ist schwer genug, wenn man angeblich erwachsen ist wie ich. Aber für Ethan. Jetzt Ich bin haben für wir dich da, gute. wann immer du mich brauchst. Sprecht doch jetzt Hört einfach. endlich alle auf, mir zu sagen, dass es okay ist. Das ist es nicht. Aber jetzt haben wir noch neuen Dialoge freigeschaltet. Er wirkt so Ja. einsam. Und sprechen ist aber Ich nichts bin für Neues. dich da, wann immer du mich brauchst. Oder war das nicht bei ihm mit dem Dialoge freigeschaltet? Das kann natürlich auch sein. Nix, nix, nix. Das könnte unser gefiederter Freund sein. Wo? Da. Ich frage mich, ob das der Vogel ist, nach dem die Frau sucht. Vielleicht sollte ich meiner Freundin mit dem Fernglas Bescheid sagen. Wir sagen ihm Bescheid. Wir haben den Vogel gefunden. Nice. Ehre. Hoffentlich gibt's hier uns irgendwas Cooles. Irgendwas Geiles. Moin. Da ist ein riesiger Vogel bei der Mauer. Im Ernst? Das ist vielleicht mein Bussard. Danke. Gerne, 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 gerne. Hat mir nur gar nichts gebracht. Digga, das ist die falsche. Hallo, hallo. Hallo, Als sie Ethan gehen noch kleiner falsch. war, habe ich ab und zu Okay. auf ihn aufgepasst. Entschuldigung, den Echt Weg habe ich schlimm, nicht was hier gesehen. Geht auf los mein ist. Konto, Entschuldigung. Hast du ihn drüben beim Wasser Viel gesehen? Spaß mit dem Vogel. Sah fertig aus. Hab ihn nicht angesprochen. Damals kamen wenigstens nur Bergarbeiter bei Minenunglücken ums Leben. Ich fühle mich so hilflos. Ich kann einfach nichts für Ethan tun. Das kenne ich. Ja, ich weiß zwar, was seine Stimmung ausdrückt, aber kann Rauf, 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 nicht immer mit hier ihm die reden. Treppe rauf. Rauf, rauf, rauf. Oh, mit dem müssen wir uns auf jeden Fall mal Ich unterhalten. wette, Pike hatte es in den letzten Tagen nicht gerade leicht. Spikey! Gabe war noch so jung. Einfach zu jung. Ich wette, Pike hatte es Amen. in den letzten Tagen nicht gerade leicht. Hey, Pike. Hey! Falki! Willkommen zurück, Felix. Wie geht's dir so? Ich bin okay. Ging schon besser. Mir Ist ging halt so, schon ne? besser. Ja, stimmt. Dumme Frage. Hey. Ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja, das habe ich schon von so vielen gehört. Und wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Nee, Felix, ihr Bruder ist gestorben. Werde bald bereit sein. Mac ist ein Lügner. Werde bald bereit sein. Noch nicht. Ich glaube nicht, dass es Mac ist. Glaube ich nicht. Es wäre zu offensichtlich. Ich komme gern bald vorbei. Ja. Ja. Kein Stress. Dachte wegen diesem, er war noch jung, zu jung. Ja, er war ja auch noch nicht alt. Ich würde ihn jetzt schätzen auf 25 oder so. Ihren Bruder so. Also maximal 25. Ich kann das halt in Spielen immer sehr schwer schätzen. Ich wüsste auch nicht, wie alt sie ist. Also ich würde mit 16 losgehen. Ich würde auch mit 22 losgehen. Der ganze Fußverkehr kommt hier durch. Den Gerüchten nach will die Minengesellschaft. Hoffentlich sind die Kunden hier netter als in Denver.
Ich war noch nie in Denver, aber ich verspreche, die Leute hier sind nett. Was ist eigentlich mit dem Unfall? Das macht mir schon Sorgen. Falls Typhon bankrott geht, würde ich alle Kunden verlieren. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Sie sind seit Jahrzehnten der größte Arbeitgeber in Haven. Ja. Okay. Ja, finde ich gut. Ich mache heute die 15.000 Kanalpunkte voll. Freue dich schon mal auf das Spiel. Allein, dass du schon wieder 15 hast. Du hast ja letztens erst die 10 für ausgegeben. Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Was da wohl für ein Spiel kommt. Denk dran, dass es ein kostenloses Spiel sein muss, ne? Das klassische Sinnbild des Neuanfangs. An wen? Hipster können in diesen Höhenlagen also überleben. Gut zu wissen. Ich versüße den Stream, liebe mit Sounds. Ja, wollte gerade sagen, du kannst ja nicht so viel. Punkt gar nicht. Du gibst sie ja immer direkt aus. Nichts ist festlicher als. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte. Ich habe Typhon 8 Jahre meines Lebens geopfert. Und die können mir nicht mal eine einfache Antwort geben? Typhon interessiert sich einen Scheiß für die Leute. Ja, weil uns verdammt nochmal keiner was sagt. Ich bin immer dumm. Die kann sich die Gefühle angucken, aber jetzt mit denen nicht irgendwie interagieren, nicht irgendwie reden oder sowas. Das ist erstmal so, weil warum interessiert mich das denn so? Uns wenigstens sagen, was jetzt aus unserem Gehen wir kurz in die Apotheke, ja, ne? Ganz genau. Obwohl, nee, die Apotheke war die Hauptquest, ne? Nee, Blumenladen war die Hauptquest. Okay. Nur, dass der Stadtrat dafür stimmt. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ich habe 1,5k. Ich hätte 9,5 gehabt. Ey, ganz ehrlich, jeder weiß, dass ich da unverdient verloren habe. Sehr, sehr unverdient. Einfach nur was mit Pech zu tun. Das Windspiel. Die erste Swingband. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Ja, dann machen wir jetzt erstmal kurz die Apotheke. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ja. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Ein paar Warnhinweise und so, aber... Ich gehe Mittwochabend zum Tatfall. Oh Mann, raffst du's nicht? Sie steht einfach nicht auf dich. Lass es. Echt? Lass es. Wollen wir vorher was essen? Lass es. Ich sage, dass ich ihn mag. Gehen wir aus und dann trennen wir uns vielleicht. Und dann verliere ich meinen besten Freund. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Moment. Oh. Nein, was rede ich denn da? Das geht mich absolut nichts an. Da helfen wir, oder? Ich esse vorher immer da was mit Katie. Da kommt doch Nerd-Helfer Fungi zustande, würde ich sagen. Sehr schönes Gemälde, muss man sagen. Den war wohl nicht danach, die Miene zu malen. Wie weit laufe ich? Kann man da so längs laufen? Riley, okay. Aber wir helfen jetzt erstmal den hier. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Wie helfe ich? Hä? Lol. Ich will den helfen. Lol. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Oh, sorry. Wir sind uns schon begegnet. Du bist Gabe Chans Schwester, oder? Alex, ja. Ich kannte ihn nicht gut, aber er hatte ein großes Herz. Mein herzliches Beileid. Der vertraue ich halt zu 0%. 0%. Warum redet er über seine Organe, Lel? Charlotte? Alex! Hey! Jet meinte, dass du mich sehen willst.
Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Bin okay. Ich lenke mich ab. Ablenken, ist das so schlau? Ich habe versucht, mich ein wenig abzulenken. Ja, Ablenkung hilft. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche, mich für Ethan zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Er wirkt so distanziert. Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Das hat er noch nie getan. Egal, wie schwer es war. Zeig es ihm, dass du auch leidest. Er braucht Zeit. Na komm. Er ist ein aufgeweckter Junge. Er weiß, wie sehr du leidest, auch wenn du versuchst, es zu verbergen. Anstatt zu versuchen, stark für ihn zu sein, wäre es vielleicht das Beste, wenn du ihm zeigen würdest, dass es okay ist, zu trauern. Das war jetzt Pipette. Das ist wirklich hilfreich, Alex. Danke. Gerne. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gabes Tod umzugehen, Gabe wäre. Was ist das? Schulden. Ein Dokument. Von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Für eine Abfindungszahlung. Eine hohe. Das ist suspekt. Wie viel? Das ist halt wirklich suspekt. Die sind ja so krass drauf. Warum sollten sie dir Geld anbieten, wenn sie nichts getan haben? Sie wollen damit ihren guten Willen beweisen. Aber du hast recht. Sie sind schuld an seinem Tod. Und damit wären sie vom Haken. Wirst du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber... Was würdest du tun? Würde ich Gabe damit verraten? Oh! Ihr könnt jetzt wieder, müsst ihr mal schauen, unterm Stream irgendwo, oder sogar im Stream-Bildschirm, müsst ihr irgendwo, könntet ihr jetzt rein theoretisch abstimmen. Und dann gucken wir mal, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mal versuchen mitzumachen. Also, könnt ihr jetzt entscheiden, das Angebot anzunehmen und zwar quasi damit einzugestehen, das zu vertuschen, wenn da irgendwas passiert ist, dass Gabe eigentlich, eigentlich nicht hätte drauf gehen dürfen. Oder wir lehnen das Angebot ab und das Geld nicht. Ich persönlich wäre eher fürs Ablehnen. Weil ich glaube, man kriegt wesentlich mehr Geld, wenn man weiß, jo, die sind schuldig. Ne? Und man will ja natürlich auch die Wahrheit herausbekommen, ist ja klar. Null Abstimmung. Perfekt. Hat auf jeden Fall gut geklappt. So, lehnt das Angebot ab. Du solltest das nicht unterschreiben. Definitiv. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist hart. Aber du kannst dich nicht von Typhon kaufen lassen. Gabe hat den Anruf getätigt. Ich werde es beweisen. Ich brauche nur etwas Zeit. Danke, dass du ehrlich bist. Wenn sie bereit sind, Charlotte für ihr Schweigen zu bezahlen, dann sicher, weil sie etwas zu verbergen ja, haben. Ja, Gleisreifen sind so cool. Das sind safe. Nicht nur Kunstwerke. Natürlich hat sie recht. Aber ich könnte das Geld gebrauchen. Wir dürfen nicht nachgeben. Egal, wie schwer es ist.
Muss man da vertrauen? Ich sag euch. Sieh dich ruhig um, wenn du magst. Ich sag euch, man kriegt mehr Geld, wenn wir das herausfinden, was da schiefgelaufen ist. Und er hat das alles mit einer rostigen Säge und einer Flasche Gin geschafft. Beeindruckend. Hat er geschafft? Unter der Leitung von Dr. Martin Kellogg wurden über 500 Grippe- und Tuberkulose-Patienten behandelt und geheilt. Ehre. Das ist nice. Meine Drogen nehme ich nur aus Gläsern in Kunstwerken. So reich wäre ich gerne auch mal. Aber auch entspannt, dass sie das da mal so in der Apotheke verkaufen. Ich glaube, das ist nicht diese normale Apotheke. Gott. Und die so öffentlich da so auf der Straße vor allen Dingen auch, ne? Scheiß auf mehr Geld. Wenn man es fortnimmt, hat man mehr davon. Ah! Krass, dass Charlotte die ganze Zeit die Apotheke geführt hat. Ich konnte nicht mal die Wohnung verlassen. Seit wann braucht man einen Doktortitel, um Gras zu rauchen? Stairway to Haven? Natürlich. Idee, ob du es glaubst oder nicht. Oh, das glaube ich. Natürlich muss sie den Laden weiterführen, sonst wird er, geht er das halt. Das könnte ich ne? so Down. Krass anmalen. Aber ich will es nicht. Ja, das will ich mir halt jetzt auch einfach nicht alles durchlesen. So, kann man jetzt hier so eine Shisha mitnehmen, oder wie ist das? Natürlich hat sie recht. Haben wir ja alles angeguckt. Aber ich könnte das Geld gebrauchen. Oder so ein T-Shirt gönnen? T-Shirt würde ich ehrlich gönnen. Das können sie uns cooles doch schon. Cooles Logo. Mal ich wette, echt das hat schenken, Charlotte oder? Muss leider los, tschö. Haust du rein, Felix. Ciao, ciao. Bis später morgen. Yo. Und zwar, um das Geld in Funis Streams zu verschwenden, bevor er aufhört mit Twitch. Das wäre halt wirklich Verschwendung. Obwohl, wir müssen gucken, wie viel das ist. Sonst würde ich natürlich ja sagen. Kostet vermutlich mehr als mein Busticket. Da war auch, dass so ein Bon mehr kostet als ein Busticket. Da gehe ich mit. Skulptur, die sieht halt wirklich hässlich aus, ne? Ein Abschied. Ey, das Lachen ist so komisch in dem Game. Das ist ein Semi. Manche Karibikvölker glauben, darin wohnen die Geister der Götter. Das ist ein Semi, also... Gefällt einfach nur der Look. Er ist echt cool. Also ich sag dir ehrlich, Charlotte, das ist ein Semi und ich persönlich finde den nur so semi gut. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich liebe Charlottes Stil. Aha, aha, aha. Würde ich mir auch nicht gönnen. Sowas gibt's in Portland auf jeden Fall nicht. So einen Kaktus würde ich wiederum fühlen. Einen großen vor allen Dingen. Aber hätte Angst, da reinzufallen. Funi hat nicht viel Geld, also nimmt Funi jeden Cent an. Naja, klar. So, und welcher Teil des Gehirns ist nochmal für die irre leuchtenden Gefühle verantwortlich? Was für Gefühle? Ah, guck mal, hier ist ein bisschen das Gehirn erklärt. Also die Farben kennen wir ja schon mehr oder weniger. Auch wenn ich glaube, Orange ist für Rot. Aber Gelb weiß ich nicht, was ist. Blau wissen wir. Lila wissen wir. Ja. Gibt es auf dem Server einen öffentlichen Tisch und eine XP-Farm? Es gibt eine XP-Farm, aber... kann ich dir jetzt nicht so beschreiben, wo sie ist. Also das wird zu kompliziert. Einen öffentlichen Tisch. Was meinst du mit öffentlichen Tisch? Haben wir uns den Meißel schon an? Charlottes Hingabe für ihre Kunst ist so inspirierend. Ansehen. Gibt's an kalten Tagen was Entspannteres als eine Tasse Gras? Verzaubertisch. Verzauberungstisch. Ja, den gibt's. Also haben wir bestimmt irgendwo, ja. Diese schicken Apotheken verdrängen all diese weirden Typen namens Tobi aus dem Geschäft. Aber davon gibt es einige eigentlich schon im Server. Nach allem, was passiert ist, könnte ich davon echt was vertragen.
Gut, dann können wir hier jetzt aber an sich wieder raus. Können wir noch mit ihr irgendwas... Ich werde schon noch rausfinden, warum Matt lügt. Können wir jetzt hier noch irgendwie was machen? Sprechen nochmal mit ihr? Ich bin immer da für dich, falls du was brauchst. Verehre, ich auch. Danke. Dich. Gleichfalls. Easy haust du rein, ne, Charlotte? Bis zum nächsten Mal. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Ja, das wissen wir ja schon. Na, gehen wir auch fast als nächstes hin. Ich würde als nächstes tatsächlich jetzt erstmal in den Plattenladen gehen, beziehungsweise jetzt zu der Szene, die da gerade so angezoomt worden ist, hingehen und uns das nochmal genauer angucken, nicht, dass da noch irgendwas passiert ist oder passieren wird. Gehen wir mal da hinten hin. Vergesst auch immer, dass die Laubklasse nicht strong ist. Mann, diese Nachtschichten machen einen echt fertig. Ja. Kein Wort über den Unfall? Woher hätte ich das wissen sollen? Scheiße, jetzt bin ich bei Diane unten durch. Danke, Diane. Wer war Diane? Wer war Diane? Naja. So. War dann nochmal Riley? Riley war... Keine Ahnung. Sie wird ganz schön aufgebracht. Hey, Riley. Aber ich weiß, wer das war. Alex. Hey. Oh. Muss los. Mac, Eleanor, Gabe. Was ist denn, wer ist denn Eleanor? Aber wem, wollen wir Mac zuerst? Komm, Mac zuerst. Der Streit zwischen Mac und Gabe. Wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Ich denke auch, dass sie recht hatten. Hat Mac Gabes Anruf ignoriert? Glaubst du, er hätte Gabes Anruf ignoriert? Ich meine, meinst du, er würde so etwas tun? Ich will das wirklich nicht glauben, aber... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Okay. Reden hilft vielleicht. Wir stochern noch ein bisschen drauf. Manchmal hilft das Reden dabei, die Gedanken ein wenig zu ordnen. Ich bin noch nicht so weit. Kann man... reden wir mal über Eleanor. Und Eleanor steht euch nah, oder? Was ist denn Eleanor jetzt eigentlich schon wieder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Das ist lieb. Das ist lieb. Das ist echt lieb. Sie ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Sie hat Glück, dich zu haben. Danke. Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Ich bin froh, dass du ihn hattest, oder ich bin froh, dass
er dich hatte. Was machen wir eher? Das ist natürlich jetzt auch beides so ein bisschen, ne? Ich würde eher sagen, das ist eigentlich Standard. Das andere sagt man das eigentlich nicht. Danke, Alex. Wirklich. Top Antwort. Ja, Backfisch, hau raus deine Frage. So, muss los. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Hat sie gar nicht. Hat nur keinen Bock mehr weiterzureden. Ich will Riley nicht bedrängen, aber ich... Vielen Dank für eure Geduld in den letzten Tagen. Im Moment ist alles ungewiss, aber wir hoffen bald wieder zu unseren normalen Geschäftszeiten geöffnet zu sein. Alle Neuigkeiten folgen. Aber sonst habe ich gar nichts. Ich muss mehr über Mac wissen. Wie bringe ich sie dazu, sich zu öffnen? Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Willst du über Mac reden? Top-Antwort. Ja, verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält, als würde er etwas verstecken. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann... Ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Riley. Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen.